Vollkommen Unboxing von dem Wii U Premium Pack. Die Wii U kam heute auch endlich jetzt mal an. Also die Wii U hat zwei, das Wii U Premium Pack hat 32 GB. Mit erhalte ist einmal Nintendo Land. Filmen die mal umher. Sehen wir hier einmal die Konsole. Das, ich glaube, das Netzteil. Die Ladeschale, nochmal eine Schale für Gamepad aufrecht zur Stelle. Einmal das Wii U Gamepad ist Inhalte und nochmal ein Netzteil für die Konsole und natürlich auch das Spiel. So wie es drin. Von hinten sieht es einmal so aus. So, jetzt packen wir die Konsole mal aus, wo die aufgeht. So, die geht einmal hier auf, die lasse rausziehen. Und so. Das sind einmal zwei Kisten, zwei Boxen drin. Hol mal die erste Box raus. Und dann direkt mal die zweite. So, legen wir den Karton mal zur Seite. So, wir fangen mal mit, legen das hier mal zur Seite. Fangen wir mal mit das hier an. So, einmal ist drin erhalten das Netzteil für die Konsole. Können wir auch mal auspacken. Indem das hier schön hier aufmache. Dann können wir das auch schon so hier rausholen. So, hier ist ein Netzteil. Und so sieht der Stecker aus vom Netzteil. So, da hätte ich mir einmal das Netzteil, lege mal hier zur Seite. So, dann hätte ich noch das Ladekabel für das Gamepad. Holen wir auch noch drauf. Hier ist das Ladekabel für Gamepad. So sieht der Stecker aus. So können wir das auch mal zur Seite legen. Hier hätte ich einmal die Anleitung. Also, die können wir auch mal gucken, was da so. Einmal den Nintendo Network Premium Code. Der hier ist. So, und da ist der Slot Nintendo Code. Einmal Warnhinweis. Hier meine Anleitung. Und wie man das, wie man die komplette Konsole hier so bedient und so. Können wir auf Seite legen. Hier hätte ich einmal das Spiel Nintendo Land Inhalte. Und hier sind das ganze Minispiel abgebildet. Hier ist nochmal ein Schluck Nintendo-Code erhalte. Und natürlich nochmal die Anleitung für das Spiel. So sieht von hinten aus. Auch sehr cool gemacht. Das ist mein tolle Anleitung, schon gestaltet.
Und da ich die CD so, wir kommen ja hier in die Halterung für die Konsole. Ja, hier. Wofür die Konsole noch dabei ist, ist ein HDMI-Kabel. Da kann man an die Fernseher anschließen und dann hat die Konsole HD. So, können wir auch mal Seite legen. Hier ist die Halterung für die Konsole. Und hier haben wir. Und hier haben wir die Ladeschale für das Gamepad. Das werde ich auch mal auspacken. So. Und da haben wir die Leiste, falls man noch die Fernbedienung dafür benutzen will. Wegen Armutsseite. So, nun kommen wir zur zweiten Hälfte der Kartons. So, hier ist der Karton. Fangen wir am besten mal mit das Gamepad an. Das ist das Gamepad. So sieht es von hinten aus. Und ich finde, hält es schon sehr gut in der Hand. Macht dann alle Taste bedienen und so. Und nun komme ich zu die Konsole selber. Hier ist die Konsole. Hier mit mir aus. Alle ganze Papse hier müssen wir hier wegmachen. Hier ist die Konsole. Hier müssen wir uns links greifen, muss man einfach dann so hier wegziehen. Ganz einfach, nur hier das Folie wegmache. Ah, komm. So müssen wir kurz hier, dass man los habe. So, und los ist sie. Das ist die Hauptkonsole. Und mit diesen zwei Ständer, die ich eben gezeigt habe, kann man die Konsole auch hinstellen oder halt legen. Und hier können wir das Gamepad mal hinstellen, mit das hier. So, stellen wir das Gamepad mal hin. So. So, hier beende ich mal ein Video, Leute. So, bis dann, Leute, und haut rein.